Geh in irgendeiner Stadt, in irgendeinem Land zu einer psychiatrischen Anstalt oder einem Rehabilitationszentrum, zu welchem du Zugang hast. Wenn du die Rezeption erreichst, frage nach, ob du jemanden besuchen kannst, der sich selbst der Halter des Endes nennt. Sollte ein Ausdruck von kindlicher Angst das Gesicht des Angestellten zieren, wirst du daraufhin zu einer der Zellen des Gebäudes gebracht. Sie wird sich in einem tiefen und versteckten Bereich des Hauses befinden. Alles, was du hören wirst, wird das Geräusch einer einzigen Person sein, welche durch die Gänge widerhallend mit sich selbst redet. Es ist eine Sprache, die du nicht verstehen wirst, aber deine Seele wird unaussprechliche Angst verspüren. Sollte das Gerede stoppen, halte an und sage schnell und laut: Ich gehe hier nur durch und möchte reden. Wenn du immer noch nur Stille hörst, fliehe, verschwinde, halte für nichts und niemanden an, gehe nicht nach Hause, bleibe in keinem Gasthaus, bleib einfach in Bewegung und schlafe erst, wenn dein Körper schlapp macht. Du wirst am Morgen wissen, ob du entkommen bist. Falls aber die Stimme im Gang zurückkommt, nachdem du diese Worte ausgesprochen hast, gehe weiter. Beim Erreichen der Zelle wirst du nur einen fensterlosen Raum mit einer Person in der Ecke sehen, eine unbekannte Sprache sprechen und etwas in den Armen wiegend. Die Person wird nur auf eine Frage antworten: Was passiert, wenn sie alle zusammenkommen? Die Person wird dann deine Augen starren und deine Frage erschreckend detailliert beantworten. Manche werden genau in dieser Zelle verrückt, manche verschwinden kurz nach dem Treffen und einige beenden ihr Leben. Aber die meisten tun das Schlimmste. Sie sehen sich das Objekt in seinen Händen an. Sei gewarnt, denn falls du das auch tust, wirst du in diesem Raum durch die Hände dieser Person sterben. Dieses Objekt ist Nummer 1 von 538. Sie dürfen niemals zusammenkommen. Niemals.